Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist richtig, die Menschen in unserem Land sorgen sich um ihre persönliche Zukunft. Sie sorgen sich auch um die Zukunft Europas. Sie sorgen sich um die Fragen der Sicherheit, der inneren Sicherheit, der äußeren Sicherheit. Sie sorgen sich um die wegen der Gefahren, die von den internationalen Krisenherden ausgehen und nicht zuletzt auch wegen der rasanten gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen. Das ist das eine. Das andere ist aber, objektiv betrachtet, es hat uns in Deutschland selten so gut gegangen, ich behaupte fast nie so gut gegangen wie jetzt. Die Wirtschaft läuft gut, wir haben eine Höchstzahl von Erwerbstätigen, 43,5 Millionen Erwerbstätige, ein absoluter Spitzenwert, eine Höchstzahl an versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen von über 31,4 Millionen. Wir haben eine Situation, wie sie aufgezeigt worden ist, bei der Entwicklung der Reallöhne, bei der Entwicklung der Renten, wie es sie selten vorher oder nie vorher gegeben hat. Und wir haben insbesondere, das ist mir wichtig, eine Situation auch bei den Jugendlichen, eine so niedrige, Gott sei Dank so niedrige Jugendarbeitslosigkeit wie nie zuvor. Wir haben so viele Chancen für unsere jungen Menschen, die Ausbildung suchen, so viele Alternativen auf dem Ausbildungsstellenmarkt, wie sie sich derzeit für unsere jungen Menschen bieten, hat es quasi nie gegeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Haushalt, wie er vorgelegt worden ist, wie wir ihn dann jetzt beraten werden, ist Ergebnis dieser guten, dieser hervorragenden Entwicklung. Wir können zum vierten Mal einen schuldenfreien Haushalt vorlegen und für den gesamten Finanzplanungszeitraum ist es ebenfalls so vorgesehen. Und das, obwohl wir die Investitionen verstärken, erheblich verstärken, obwohl wir die Ausgaben für Bildung und Forschung erheblich weiter verstärken können, die Verkehrsinvestitionen und die Bildungsinvestitionen, es ist schon genannt worden, sind in dieser Legislaturperiode allein um jeweils rund 25% gesteigert worden. Das ist echte Investition in die Zukunft unseres Landes. Und das ist Zukunftssicherung für unser Land. Und auch das will ich auch von meiner Seite aus sagen, wir stärken die Kommunen, wir stärken die Länder, wie das auch sonst nie der Fall war mit diesen bereits vom Finanzminister genannten Aufwendungen in diesem Jahr mit 22 Milliarden und im gesamten Zeitraum bis 2020 mit rund 170 Milliarden Euro. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wir geben auch Antworten auf die Sorgen der Menschen. Gerade wenn ich mir die Entwicklung des Innenetats anschaue, dann ist das bereits eine Antwort auf die Frage, wird die Sicherheit in unserem Lande gewährleistet, kann sie gewährleistet werden? Und wir werden auch in den Haushaltsberatungen dafür sorgen, dass nicht nur Geld zur Verfügung gestellt wird, sondern dass auch personell die Einrichtungen gestärkt werden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht darf ich das auch sagen. Wir haben in Deutschland trotz der Anschläge Würzburg und Ansbach, auch München und so weiter, insgesamt gesehen bisher viel Glück gehabt, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist. Wir haben aber nicht nur Glück gehabt, sondern wir haben das auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Bundespolizei, bei allen Sicherheitsorganen, bei allen Polizeien, auch der Länder und Sicherheitsinstitutionen der Länder, auch zu verdanken, dass dort so gute, hervorragende, tüchtige Arbeit geleistet wird. Und dafür dürfen wir auch ein großes Dankeschön sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und natürlich das Thema äußere Sicherheit, Verteidigungsetat will ich nur am Rande ansprechen. Wir werden morgen darüber diskutieren. Auch da leisten wir wesentlich mehr, weil wir uns einfach nicht abkoppeln können, weil wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen können, sondern weil wir Verantwortung tragen, auch im internationalen Umfeld. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist aber auch Zeit. Wir haben davon gesprochen, dass es uns jetzt gut geht, dass man in guten Zeiten vorsorgt. Und dazu gehört, dass wir haushälterisch umgehen. Und ich sage auch, es muss mal Schluss sein damit, dass immer noch mehr Kreativität darauf verwendet wird, wie man noch mehr Geld
unter die Leute bringen kann, wie man noch mehr Geld ausgeben kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin auch nicht der Überzeugung, dass immer mehr Umverteilung immer gerechter ist. Wir sollten schon uns darauf besinnen, dass der Staat, dass die öffentlichen Hände nur das Geld vom Bürger nehmen dürfen, was sie zur Finanzierung der Gemeinkosten, der Gemeinschaftsaufgaben insgesamt brauchen. Und meine Damen und Herren, da sind wir auch bei dem Thema, Johannes Kaas hat ja das Thema Steuerpolitik angesprochen. Auch das ist Vorsorge für die Zukunft. Und da geht es zum einen um die Entlastung der Bürger. Aber in der Zukunft wird die Frage der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands nicht nur davon abhängen, wie unsere Unternehmen steuerlich und sonstig belastet sind, sondern die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wird auch davon abhängen, wie unsere qualifizierten Mitarbeiter mit Steuern und Abgaben belastet sein werden. Und das ist auch Zukunftsursache. Der Wettbewerb um die guten Kräfte wird zunehmen. Und eine Vertreterin eines großen internationalen Personaldienstleisters hat uns mal gesagt, das größte Problem aller westlichen Volkswirtschaften, modernen Volkswirtschaften, wird sein, in der Zukunft noch ausreichend gut qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, so wie der Finanzminister es vorgetragen hat, dass wir uns darauf konzentrieren, eine Steuerreform in der nächsten Legislaturperiode anzugehen. Ich wäre ja sehr froh, wenn es so einfach wäre, wie es mein lieber Kollege Johannes Kaas dargestellt hat, dass die SPD jetzt auch noch mitmachen würde. Ich weiß nicht, ob die Bundesländer, die SPD-geführten Bundesländer da so gerne mitmachen würden. Glaube ich nicht. Also bleiben wir bei den Realitäten. Aber wir müssen das angehen und wir sollten uns bei einer Steuerreform darauf konzentrieren, dass wir eine hinbringen, die einen solchen Namen verdient. Und vor allen Dingen sollten wir uns auf den Tarifverlauf bei der Einkommensteuer konzentrieren, nämlich insbesondere den Abbau des Mittelstandsbauches. Es macht keinen Sinn, dass wir einen Eingangssteuersatz von 14% haben, aber bei 5.000 Euro mehr dann bereits bis in die Nähe von 24% hochsteigen. Das sind die jungen Leute, das sind die qualifizierten Leute, das sind nicht die Spitzenverdiener, die davon betroffen sind, sondern das ist der breite, qualifizierte Mittelstand, nicht nur im Sinne von mittelständischen Unternehmen, sondern von mittelständischen Verdienern, so will ich das mal sagen. Und natürlich hat Johannes Kaas recht, dass es auch nicht ganz sinnvoll ist, dass man meint, dass mit 53.000 Euro brutto wäre man schon ein Spitzenverdiener. Auch das muss geändert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darauf sollten wir uns konzentrieren. Regelmäßige Anpassung auch im Hinblick auf kalte Progression ist bereits gesagt worden. Und alles, was man dann nach 2020 noch tun muss, auch nach Auslaufen, Solidarpakt und so weiter, obwohl es kein unmittelbarer Zusammenhang ist, Solidaritätszuschlag abbauen und so weiter, hat man sich ja weitestgehend darauf verständigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir ist es wichtig, dass wir Kurs halten in unserer Haushaltspolitik, dass wir dafür sorgen, dass die Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, dass wir die ohne neue Schulden tätigen können, so wie wir es uns zu Beginn der Legislaturperiode vorgenommen haben, ohne neue Schulden, ohne Steuererhöhungen, sondern dann in der Zukunft mit Entlastungen die wichtigen Aufgaben erfüllen. Für uns muss natürlich immer oberste Priorität haben, ausgeglichener Haushalt. Und wir haben bewiesen, dass wir uns in der Vergangenheit nicht kaputt gespart haben, sondern dass wir in Zukunft investiert haben, dass wir die richtigen Akzente gesetzt haben, dass wir Impulse gegeben haben, die letztlich auch dazu geführt haben, dass die Wirtschaft so gut läuft, dass wir so viele Menschen in Beschäftigung und in Arbeit und Brot haben. Und so sollten wir weiterarbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Kalb. Nächster Redner, Lothar Binding für die SPD-Fraktion.